Okay, Leute, hier ist das J-Mono-Team mit Natsu, Toshi und mir, Ryu. Und wir machen die Ice Bucket Challenge. Nominiert wurden wir von... Das ist alles deine Schuld. Von seiner Freundin, das Kanda. Oh Gott, wir haben jetzt schon Angst. Aber, Leute, ganz ehrlich, ja, das ist hier nicht nur irgendeine Internetspinnerei. Hier geht es um was ganz, ganz Wichtiges. Hier geht es um die Krankheit ALS. Und unter, wartet kurz, unter elsa.org könnt ihr spenden. Und desto mehr Donations zusammenkommen, also Spenden, umso besser. Also Leute, macht die Mega-Donation. Und jetzt sind wir am Zug. Und nominieren tun wir. Kira Kira Hikaru, Kurono und Tokyo Lifestyle. Mal sehen, ob ihr das machen werdet. Leute, ihr habt 24 Stunden Zeit. Los geht's! Ice Bucket Challenge, J-Mono Time! Auf drei. Eins. Einmal in die Hand. Ups. So. Zwei. Alter, ich mach das nicht. Es wird jetzt los. Okay. Scheiße. Okay, es geht los. Und drei. Awesome! Yeah! Yes, Baby! Wir haben's gemacht! Wow. Ich bin so kalt! J-Mono, Folge 3, viel Spaß! So, wir sind zurück von unserer Ice Bucket Challenge und scheiße war das kalt, kann ich euch sagen. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und das erwartet euch diese Woche. In unseren aktuellen News geht es diese Woche um das neue Spiel von Sword Art Online Hollow Fragments. Außerdem endet die beliebte Anime-Serie Hunter x Hunter und der neue Anime zu Kaito Kid startet im Oktober. Und am Donnerstag geht es in unserem Highlight um Sword Art Online. Ist der Hype um die Serie gerechtfertigt? Manga-Kisser sind echten Japan-Fans bestimmt ein Begriff und wenn ich weiß, wovon ich hier eigentlich gerade spreche... Manga-Cafés. Genau, denkst dir eines Nachmittags, ich gehe mit meinen Freunden mal einen saufen, trinkst dir Cola von der Sprite, drehst dich um und plötzlich... Mangas. Und genau so ein Café hat endlich in Deutschland eröffnet und zwar in Düsseldorf. Und Besitzer Mizutani-san bietet seinen Gästen nicht nur jede Menge Getränke wie Kaffee und Softdrinks, sondern auch Mangas, davon ungefähr 10.000 japanischsprachige und immerhin schon 500 deutschsprachige. Und dabei bietet sogar Mizutani-san tolle Konditionen. Für eine Stunde bezahlt man 5 Euro und für jede weitere Stunde wird es auf jeden Fall auch billiger. Und wer das Ganze ein bisschen privater haben möchte, kann sich für ungefähr 6 Euro die Stunde eine Kabine mieten oder für 7 Euro sogar einen ganzen Raum. Also quasi die Luxusvariante. Richtig. Genau, also wer jetzt keinen Bock hat, dorthin zu gehen, dem können wir auch nicht mehr helfen. Weitere Infos gibt es auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Da werden wir den Link zur Facebook-Seite einfach mal online stellen. Jetzt quatschen wir nicht mehr weiter. Hier kommen die News. Leider haben wir schlechte Nachrichten für alle Hunter x Hunter Fans. Megumi Han, die beliebte Stimme von Gon Freaks, plaudert in einem Interview aus, dass der Anime mit der Folge 148 beendet werden soll. Somit endet auch der zweite Anime zum Kultmanga von Yoshihiro Togashi. Aber einen kleinen Lichtblick haben wir noch für die Fans, denn nach einer zweijährigen Pause wird nun endlich der Manga wieder fortgesetzt. Ein Grund zum Jubeln haben demnächst alle Detective Conan Fans unter euch, beziehungsweise die Fans von Meister Deep Kaito Kid. Der beliebte Meister Deep kehrt nämlich wieder zurück ins japanische Fernsehen. Die Serie startet am 4. Oktober und soll immer sonntags ausgestrahlt werden. Dadurch übernimmt Kaito Kid den alten Sendeplatz von Detective Conan. Außerdem übernimmt das Studio A1 Picture, unter anderem bekannt durch Black Butler, Blue Exorcist oder Sword Art Online, die Animation der Serie. Die in der Summer Season gestartete 11-teilige Serie Sankyo no Terror kommt nach Deutschland. Der Publisher Universum Anime gab bekannt, dass man die Geschichte um zwei mysteriöse Highschool-Schüler, die Tokio ins Chaos stürzen, 2015 im ersten Halbjahr auf jeweils 2 Volumes auf DVD und Blu-ray veröffentlichen will. Für alle Fans von Sword Art Online geht ein Traum in Erfüllung. Ihr könnt selber den Full Dive wagen. Wer schon immer Bock hatte, mit Kirito und Asuna durch die Ebenen von Einkrad zu laufen, sich durch Gegnerhorden zu schnetzeln, zum Beispiel die Wildschweine, ne? Ja, vor allem die. Genau. Der hat jetzt die Möglichkeit dazu. VR-MMORPG.
Auf der PlayStation Vita könnt ihr ab sofort loslegen. Angelehnt an eine Anime- und Light Novel-Vorlage erzählt Sword Art Online Hollow Fragment eine alternative Geschichte, die an den PSP-Vorgänger Sword Art Online Infinity Moment anknüpft, das in einer schicken HD-Portierung ebenfalls mit dabei sein wird. In der MMO-Spielwelt werdet ihr alle 100 Ebenen von Einkrad erkunden können, sowie das neue mysteriöse Hollow-Gebiet. Aber worum geht es eigentlich? In Hollow Fragment wird Kirito plötzlich in die neue Hollow Area auf Level 67 teleportiert, wo er auf den mysteriösen Spieler namens Philia trifft. Beide werden von mächtigen Monstern eingekreist und legen deshalb ihre Differenzen beiseite. Sie schließen sich zusammen, um gegen den gemeinsamen Feind zu siegen. Doch auch ein weitaus größerer Gegner wartet darauf, sich ihnen in den Weg zu stellen. Die Player-Gilde Laughlin Coffin. Wer keinen Bock hat, alleine durch die Ebenen zu ziehen, kann in einem Multiplayer-Modus spannende Bosskämpfe mit bis zu 4 Spielern bestreiten. Neben einem typischen, rundenbasierten Kampfsystem beinhaltet die PS Vita-Umsetzung auch einen Dating-Sim-Charakter. Ihr könnt eure Partnerin aussuchen und in bester SAO-Manier ein Leben gemeinsam führen. Neben bekannten Figuren wie Asuna, Leafa und Silica könnt ihr auch mit Philia, die nur in diesem Spiel auftaucht, durch die Gegend ziehen. Wer jetzt als SAO-Fan keinen Bock hat zu zocken, dem können wir auch nicht mehr helfen. Zum Schluss gibt's mal eine nicht ganz so übliche Neuigkeit für euch. Wie auf Anime-Info zu lesen ist, wird der Mystery-Thriller Ovum von Wieland Möbus und Tina Harnisch, der zurzeit auf animex.de gratis zu lesen ist, als Druckversion auf der diesjährigen Kunichi in Kassel erhältlich sein. Wir finden, dass genau das der richtige Weg ist, der Doujinshi-Szene in Deutschland einen kleinen Aufschwung zu verpassen. In Japan findet unter anderem zweimal jährlich der Comic Market statt, eine eigene Doujinshi-Messe, die gleichzeitig auch die größte Comic-Messe der Welt ist. Wer jetzt Interesse an Ovum bekommen hat, findet den Link zur digitalen Version auf Animex unten in der Videobeschreibung. So, das war jetzt unsere dritte Folge von J-Mono. Was wird das? Was soll ich damit jetzt anstellen, bitteschön? Du sollst damit gar nichts machen. Ich wollte nur mal zeigen, was am Donnerstag unser Highlight ist. Ja. Nicht nur, okay, das ist jetzt Sword Art Online 2. Aber wir machen am Donnerstag eine kleine Talkrunde und das geht nämlich darum, ob Sword Art Online overhyped ist oder nicht. Ich bin mal gespannt, was ihr darüber denken werdet dann. Und jetzt nicht vergessen, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren und vor allem kommentieren. Bis Donnerstag. Matane.